So, schönen guten Morgen, liebe Trader. Heute mal nicht am Abend, sondern am Morgen. Mein Name ist Elena Christodoulou. Ich bin hier für den deutschsprachigen Markt bei Tickmill zuständig. Mit mir, wie man sich das auch denken kann, ist der Dirk. Denn heute haben wir eine kleine Live-Trading-Session geplant. Und zwar geht es darüber, Strategien gegeneinander isolieren, selbstverständlich mit dem Stereo-Trader. Bevor wir dann loslegen, kurz der Risikohinweis: Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen, ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor Sie mit dem Live-Trading beginnen, sollten Sie Ihre finanziellen Umstände, Risikoeignung, Erfahrungsstand und Handelsziele sorgfältig prüfen. Die folgenden Inhalte stellen keine Aufforderung zum Handel dar. Sie dienen ausschließlich informellen Zwecken sowie der Veranschaulichung und Weiterbildung. Darüber hinaus müssen die Meinungen der Moderatoren nicht zwingend die Meinung von Tickmill darstellen. Die Präsentation wurde nach bestem Wissen vorbereitet. Jedoch sind Ungenauigkeiten oder eventuelle Fehler in den Unterlagen möglich, wofür weder Tickmill noch der Moderator die Haftung übernimmt. Wie auch bei den vorherigen Webinaren kann man selbstverständlich hier die Chat-Funktion nutzen. Das heißt, wenn eine Frage aufkommt oder irgendwas noch mal ein bisschen genauer erläutert werden soll, kann man das dann hier gerne dazu schreiben. Ansonsten würde ich sagen, Dirk, ich gebe gerne weiter an dich, damit wir auch mit dem Live-Trading gleich losstarten können. Genau. So, dann sage ich auch mal guten Morgen. Habe ich ja vorhin auch schon im Blog geschrieben, kann ich ja dann heute ausnahmsweise mal persönlich machen, weil wir ja heute hier ein Live-Trading angesetzt haben. Morgen, Elena, und danke auch an Tickmill und natürlich an die ganzen Teilnehmer, die hier dabei sind und schon so früh aufgestanden sind. Für den einen ist es ja früh, für den anderen dann eher spät. Das ist ja immer so ein bisschen Geschmackssache. Ich bin selten auch irgendwie vor 9 wirklich da. Also ich meine, ich stehe zwar auch früher auf, aber handle jetzt nicht unbedingt vor 9 Uhr. So, weil halt um 9 halt einfach die, ja, ich sag mal so, die Bewegung zwischen 8 und 9 Uhr, ich habe es ja letztens auch schon mal so genannt, ist immer so ein bisschen die Amateurstunde. Das ist jetzt nicht eine Erfindung von mir, sondern es ist tatsächlich, nennt sich das so. Ja, also ist nicht was, kein Begriff, den ich geprägt habe. So, ich hoffe, man sieht meinen Bildschirm. Wie gerade schon gesagt, ich hoffe, mein Server spielt hier mit. Der hat manchmal so komische Aussetzer heute. Immer wenn ich irgendwo klicke, dauert es irgendwie eine Sekunde, bis was passiert. Das geht mir so ein bisschen auf den Keks. Das ist natürlich fürs Live-Trading ganz schlecht. Ich habe das alles irgendwie über Nacht neu gestartet. Aber man sieht schon, ich klicke und irgendwie, es gibt Verzögerung. Das ist nicht gut. Gucken wir das gleich irgendwie noch in den Griff bekommen. So, der Markt hat jetzt gerade eröffnet und ich bin hier im DAX, weil das ist ja auch der, der eröffnet hat, im 15 Minuten und das ist auch immer so die Größenordnung, wo ich sage, ja, erstmal verstreichen lassen, 15 Minuten, um mal zu gucken, wo wir überhaupt halt hier eine Richtung halt bekommen. Und weil das da halt meistens eher so, ja, so ein bisschen auf der Stelle tritt, bisschen rauf und runter und es ist wirklich selten so, dass man irgendwie schon in der ersten Minute eine klare Bewegung kommt, die irgendwie für den restlichen Tag dann entscheidend ist. Also zumindest ist es halt meine Beobachtung. Nichtsdestotrotz kann man das natürlich handeln, wenn man schnell genug ist. Und weil gerade halt, also jetzt hier in dem Beispiel, ich sage ja halt auch immer, wenn halt irgendwie, wenn der DAX, also das gilt wirklich speziell für den, beim Dow ist es allerdings ähnlich. Wenn er wirklich long gehen will, und dann ist es eigentlich besser, wenn es um 8 Uhr erstmal runtergeht und 9 Uhr auch ein Stück. Und weil es dann halt einfach auch logischerweise interessanter ist für die Big Boys, da in den Markt auch long reinzugehen, weil die ja natürlich auch kein Interesse daran haben, das Ganze zu teuer einzukaufen. Und deswegen kommt der meistens nicht weit, wenn es halt irgendwie in der ersten beziehungsweise in der ersten Stunde und gleich auch mit der Eröffnung gleich hochgeht. So, und das haben wir jetzt halt hier gehabt. Das heißt, wir haben halt hier, sieht man das hier überhaupt? Habe ich hier die Zeiten? Doch, ist richtig eingestellt. Also hier war die Future-Öffnung, ja, und auch jetzt hier Kassa-Eröffnung direkt mal hier mit einem Aufwärtsgap gegenüber gestern. Und das ist halt immer so, das kann halt ganz schnell irgendwie so in Ermüdung, also nennt man ja auch so Exhaustion Gap, dann entsprechend auch enden. So dass da halt nicht mehr viel nachkommt, sondern einfach nur da halt runterfällt. Entsprechend haben wir hier halt auch eine Tendenz, jetzt direkt mal gleich zur ersten Minute, die erstmal runter ist. Ja, das ist halt eigentlich schon fast typisch. Und
Ich sage mal ganz kurz so ein bisschen, was ich. Hier schreibt gerade einer, ich höre nichts. Hört man wirklich nichts? Das wäre natürlich ganz schlecht. Nee, Kannst du vielleicht also sagen, alles gut oder? ich höre wirklich gut. Und ich glaube, Okay. der Rest der Teilnehmer auch. Ich schreibe die Person mal kurz privat Ah an. ja, okay. Ja. Gut, kam ja gerade nochmal die Bestätigung. Also ich gebe mal kurz einen Überblick, weil es sind ja nicht alle hier, die auch meinen Blog lesen, was ich mir halt so denke, jetzt speziell halt für den DAX für heute. Den DAU lassen wir jetzt erstmal außen vor. Den habe ich zwar unten eingeblendet, um den einfach auch im Auge zu behalten, aber jetzt mal rein für den DAX. Also wir haben vom Prinzip her, das hatte ich letztens mal in einem anderen Webinar erklärt und das geht auch irgendwie gerade genauso auf. Vor einer Woche war das. Ich zeige mal kurz den Daily hier erstmal, ja, damit wir mal einen Überblick haben, weil wir brauchen ja irgendeine große Wetterlage, um uns da halt im Kleinen irgendwo dann auch zurechtzufinden. So, das ist der Daily Chart. Ich mache die Kerzen mal ein bisschen größer. Und das sind jetzt hier diverse Linien, ja, die habe ich jetzt eingefügt, die kommen halt eben auch jetzt zwar aus meinem Blog, aber das kann man trotzdem hier auch ganz schnell erklären, was es damit auf sich hat. Also, was wir halt hier sehen, das ist halt eine Abwärtsbewegung hier, die relativ massiv ist, hier noch auf der Seite. Und also vom Prinzip her einfach ein Außenstab in Short-Richtung. Und alles, was wir hier unten haben, ja, das sieht man ja auch. Hier gab es eine kurze Verlängerung von diesem Außenstab, aber auch nur ein paar Punkte, ein bisschen tiefer geschlossen. Und alles andere ist nur Geschiebe in diesem Außenstab. Und mein Ansatz ist immer so ein bisschen, was heißt so ein bisschen? Also we im Wesentlichen halt Außenstäbe halt wirklich suchen, ausfindig machen und davon ausgehen, ja, dass wenn so ein Außenstab ist und es gab nicht irgendwie eine vernünftige Fortsetzung oder nicht mal das spielt eine Rolle, aber so ein Außenstab wird nicht mal eben überlaufen, ja, sondern ist, also wie man ja hier sieht, das heißt, Außenstab müsste ich ja dann halt hier, um jetzt zum Beispiel das Bild wirklich zu drehen, nach diesem Ansatz bräuchte ich ja einen Schlusskurs, der über dem Außenstab liegt. Und jetzt muss man hier natürlich dazu sagen, wir haben halt hier Overnight-Kurse, das heißt, da sieht man jetzt die Gaps und so weiter nicht. Aber wenn man sich das mal anguckt, also hier ist auch die dicke rote Linie bei 550 ist das. Deswegen ist die auch so wichtig, die 550, weil dort eben die Abwärtsbewegung begonnen hat. So, da haben wir zwar hier mal einen kleinen Schlusskurs drüber, aber wie gesagt, das kann jetzt auch um 23 Uhr gewesen sein und ist auch nur minimal. Das reicht natürlich auch nicht, ja, ganz klar. Und was hat er versucht? So, einmal nochmal hoch hier am Folgetag und dann hat wieder direkt zurückgefallen und entsprechend haben wir jetzt hier wieder die Reaktion, die eben von dieser Abwärtsbewegung kommt. Und jetzt mag der eine oder andere sagen, ja, das ist ja irgendwie nur Charttechnik oder Markttechnik und da sehe ich ja nichts. Was jetzt Volumen angeht und so weiter, das kann man aber trotzdem ganz plausibel, kann man das erklären, weil hier wurde ja ganz offensichtlich, waren ja hier größere Marktteilnehmer, die das Ganze in Gang gesetzt haben. Das waren ja keine kleinen Händler. So, und die haben natürlich Interesse daran, wenn die sich jetzt hier als Beispiel, wie es ja aussieht, dazu entschieden haben, größere Pakete abzustoßen, ja, haben die natürlich ein Interesse daran, das Level halt auch zu halten, ganz klar. Und das heißt, eher die freuen sich, also wenn das zum Beispiel jetzt halt nur eine Charge halt war und noch längst nicht alles, die sind ja dann eher froh, wenn es nochmal dahin kommt, dann können die nämlich nochmal für den gleichen Kurs verkaufen. Das ist ihnen ja auch zum Beispiel gestern dann gelungen oder vorgestern, weil wir hatten ja gestern einen Abwärtsgap. Und das erklärt es natürlich halt auch einfach so ein bisschen, ja. Also was heißt so ein bisschen? Das ist ja nur die Plausibilität. So. Und jetzt hat natürlich keiner eine Glaskugel und weiß nicht, wer hat jetzt da unten gekauft, aber dass die deutlich schwächer unterwegs waren, sieht man. Infolgedessen gehe ich davon aus, dass das nach wie vor die dominierende Bewegung ist. Und solange da nicht wirklich einer groß einkauft und wieder oben irgendwo schließen, das wäre dann über 12.585. Das ist ein alter Volumenpunkt oder wie man auch hier sieht, hat die halt auch in der Vergangenheit schon sehr oft recht genau funktioniert, beziehungsweise hat auch hier größere Abwärtsbewegungen eingeleitet. Hier war es nochmal ein Widerstand. Gut, ging dann zweimal drüber, aber letzten Endes sind wir wieder genau da. Also da hatten wir halt viel Volumen in der Vergangenheit, dieses Jahr als auch im letzten Jahr. Und deswegen ist die so wichtig und deswegen betrachte ich die auch ganz, ganz gerne als Peak für hier oben. So, das ist halt nur mal die Großwetterlage.
und ja ohnehin unschwer zu erkennen. Das müsste ich hier, glaube ich, manuell umstellen jetzt erstmal. Und auch unschwer. Ja, das müsste doch eigentlich hier funktionieren. Geht doch auch. So, das war halt hier auch Aufwärtsbewegung beziehungsweise korrektive Aufwärtsbewegung. Korrektur hier drauf, kein neues Hoch, Fortsetzung der Abwärtsbewegung. Das heißt, wir stecken hier ohnehin mitten in der Abwärtsbewegung. Ja? Und es ist halt eigentlich nur eine Frage, bis wohin die halt hier noch korrigieren darf und wann das dann auch da unten mal fortgesetzt wird und dann wir halt auch wieder den Bereich mit einer 11 davor eben sehen. Das kann natürlich ein paar Tage dauern, wird nicht heute passieren, aber das halt nur für die ganz große Großwetterlage. So, dann gehen wir das Ganze mal, breche ich mal runter auf die Stunde. So. Und da sieht es ja jetzt ganz ähnlich aus. Das heißt, wir haben hier bei 410 ist das hier, den Bereich, der wurde halt mal kurz versucht. Und hier haben wir zwar einen Ausbruchsversuch, ist aber halt für meine Begriffe ein Fehlausbruch, eben wegen dieser Außenstabsgeschichte im Daily, die ich vorhin halt gezeigt habe. Und deswegen ist auch nur konsequent, dass wir jetzt hier erstmal nochmal runterkommen. Hier haben wir ein kleines neues Tief gegenüber dem. Das heißt, wir sehen hier schon so ein bisschen Schwäche. Gibt zwar nochmal ein paar Käufer hier. Und ich gehe auch schon davon aus, dass der sich halt nochmal nach oben versucht. Und was ich hier noch eingezeichnet habe, ist, das hier ist zum Beispiel die Kassaeröffnung von gestern und das ist die Future-Eröffnung von gestern. Die habe ich hier mal gestrichelt eingezeichnet. Die könnte ich auch mit einem Add-on einblenden lassen. Aber ich will den jetzt hier bei der Live-Übertragung den Server nicht allzu sehr überlasten. Das heißt, das hier wären halt zum Beispiel solche Ziele, die jetzt halt mal relativ schnell angelaufen werden könnten. Und die gestrichelte hier, und dazu habe ich wiederum im Blog was geschrieben, die ist deswegen da und auch in grün, weil ich gestern noch nicht wusste, was ich davon zu halten habe. Aber man sieht, das hat irgendwas damit auf sich. Da ist er nämlich gerade hier im Kassa erstmal hingelaufen und reagiert auch prompt. Ganz einfach, wir haben hier einen Außenstab auf einer Stunde. Ja? Also wir haben hier, sieht man in Abwärtsbewegung und dann hier auf Stunde Short bis da unten hin und da gab es hier ein bullisches Engulfing. So, und das ist hier nichts anderes als die Oberkante von dem bullischen Engulfing. Ja? Und auch wenn er danach nochmal zurückgelaufen ist, ja, aber hat immer wieder da drin geschlossen, beziehungsweise gestern Abend auch da drin geschlossen. Und deswegen halt auch grün, weil grün heißt bei mir immer Support, auch wenn wir gestern Abend hier unten irgendwo standen. Aber infolgedessen war es jetzt auch nicht weiter verwunderlich, dass wir da heute mit einem Aufwärtsgap da rauskommen. Und wie man sieht, tanzt er genau auf diesem Außenstab jetzt halt erstmal rum. Und das ist auch erstmal ein Support. Und deswegen glaube ich jetzt erst auch mal nicht, dass er jetzt so ohne weiteres da komplett drunter fällt. Und selbst wenn er das macht, rechne ich eher damit, dass wir dann halt auch um 10 Uhr hier oben eher nochmal stehen. So, das heißt, ich würde jetzt versuchen, im unteren Bereich, also hier haben wir halt so ein paar alte Bekannte, nenne ich sie mal, die 12.435, ja, sieht man ja halt auch, da gab es halt schon öfter Support, hier gab es Support in dem Bereich, da gab es Support in dem Bereich. Das wäre jetzt so ein Anlaufziel, was zum Beispiel mal kurz reagieren könnte. So, aber das ist hier immer noch alles der grobe Überblick. Jetzt kann man versuchen, das Ganze im Feintuning halt nochmal darzustellen. Dazu gehe ich hier mal auf den M15. Hier habe ich halt auch das Zickzack einblenden lassen, um da halt eben auch markttechnisch das Ganze ein bisschen besser beurteilen zu können. Und da sieht man zum Beispiel halt auch von dem Aspekt her, wir haben hier eine Aufwärtsbewegung, Abwärtsbewegung, kurz davor, ja, ist er dann hier erstmal gescheitert. Das ließ sich jetzt um 8 Uhr ganz gut handeln, auch wenn das die Amateurstunde ist, aber das hat trotzdem gepasst. Und vor allen Dingen haben wir hier noch oben ein paar nette Argumente zusammen gehabt. Wir haben hier einmal den R2 gehabt aus dem Pivot aus der Stunde, den ich gerne handle. Also die Stundenpivots lieber als die Tagespivots. Der R2 funktioniert sehr oft gut im DAX, vor allen Dingen, wenn man halt dann wirklich so eine Kombination halt hat, ja. Also wie zum Beispiel hier kurz vor dem Hochpunkt, dann haben wir hier vom Market Profile haben wir das Value Area High vom Vortag. Das heißt also hier bis hier oben wurden gestern 70% des Volumens umgesetzt und hier unten ist entsprechend die Unterkante.
Und das ist natürlich dann halt schon relativ, ich behaupte mal, einfach zu handeln. Oder was heißt einfach? Es ist relativ sicher, ja, dass da halt eben nicht eine Kerze kommt, die einfach darüber läuft und darüber schließt. Und wir machen ja hier nichts anderes als Wahrscheinlichkeiten handeln. Und oder die Kunst, wenn man das so nennen kann, besteht ja eben darin, das alles irgendwo in Einklang zu bringen und einfach eine Idee dafür zu bekommen, wo treffen die meisten Interessen in die gleiche Richtung aufeinander. Weil der eine handelt halt eben nach, also jetzt vom Institutionellen, ja, weil die Kleinen interessieren mich natürlich nicht, ich brauche ja Bewegung. Aber vom Institutionellen ist es eben so, dass die einen handeln halt im Tageschart, ja, dort suchen dort ihre Grenzen. Die nächsten haben halt irgendwelche Algos, die halt genau so arbeiten und das Volumen ausmachen. Und hinzu kommen dann halt wirklich vielleicht noch die Kleinen, die dann halt solche Pivots oder eben halt auch die Algorithmen, die solche Pivots dann halt auch zum Beispiel handeln. Und das wären dann natürlich jetzt hier drei Argumente gewesen an der Stelle, aber das ist jetzt erstmal durch. Und jetzt besteht natürlich die Aufgabe da drin, den nächsten Punkt dafür zu finden, wo man halt was Ähnliches hat. Und das wäre jetzt zum Beispiel jetzt hier bei der 435, ja, haben wir eigentlich eine sehr ähnliche Geschichte. Wir haben hier einmal den Vortages Point of Control. Das heißt, da war gestern der meiste Umsatz. Das ist natürlich ein Punkt, der wird gerne angelaufen. Klar, weil wenn große Händler am Start sind, die brauchen ja auch andere große Händler und die finden sie wahrscheinlich dort, wo auch gestern das meiste umgesetzt wurde. Klar, weil die können ja nicht irgendwo mitten reingehen, dann bewegen sie den Kurs ja viel zu sehr. Das heißt, das ist sozusagen dann, wenn man es so möchte, guter Treffpunkt, ja, wo halt einige dann eben aufeinandertreffen und halt entsprechend Volumen austauschen können. Deswegen ist der Punkt natürlich sehr wichtig. Den würde ich jetzt aber nicht hier irgendwie direkt long handeln. Es kann trotzdem sein, dass es funktioniert, aber reicht für meine Begriffe nicht. Und besser ist da, finde ich halt, wie ich es gerade gesagt habe, wenn man eher versucht, dann hier halt was in Einklang zu bringen. Jetzt liegen die natürlich alle so ein bisschen weit auseinander. Also hier einmal der Point of Control vom Vortag. Da wird man sehen, man wird wahrscheinlich schon eine kleine Reaktion jetzt hier haben. Ja. Mal gucken, wie sich das jetzt darstellt. Aber es hat die Frage, ob das reicht für mehr. Ne? Also hier sieht man ja auch, ein bisschen was passiert da. Das sollte noch ein bisschen mehr kommen. Und kann aber natürlich auch genauso sein, dass es halt, das muss man natürlich wissen, das ist einfach nur der Punkt mit dem meisten Umsatz. So, wenn dort jetzt wieder viel Umsatz ist, sagt das erstmal nichts darüber aus, in welche Richtung das geht. Das heißt, kann genauso gut hier sein, dass einfach dann ordentlich durchdrückt. Ja, also solange der halt nicht mit irgendwas im Kontext steht, macht es meines Erachtens wenig Sinn. Ja. Und direkt drunter hätten wir halt den S2, wie gesagt, und hier die 435. Wie gesagt, die liegen jetzt alle so ein bisschen weit auseinander. Das ist nicht so schön und auch nicht so einfach zu handeln. Deswegen wäre mir hier unten der Bereich viel lieber eigentlich, also die 416, das Value Area Low von gestern, zusammen mit dem Future Schlusskurs und dem Kassaschluss. Ja, also hier unten plus dann nochmal die 410, die halt ja auch bekannt ist für Volumen und wäre dann gleichzeitig noch ein Austritt hier aus dem Fair Value Bereich. Ja, das heißt, das ist dann halt entsprechend ein Punkt, wo ich sage, da macht es Sinn, da kann man ruhig mal kaufen, vorausgesetzt, er kommt nicht zu langsam darunter, aber wo man dann schon mal dagegen halten kann. Ja, hier hat es jetzt auch funktioniert für ein paar Punkte, wie gesagt, aber reicht mir jetzt an der Stelle erstmal nicht, nur weil da jetzt halt der Point of Control ist, da jetzt irgendwas zu machen. Aber trotzdem sieht man ja, ist ja ein ganz netter Vorführeffekt, da passiert irgendwas. Ja. So, die Vola ist überschaubar. Deswegen würde ich jetzt hier mal noch einen Moment warten, ob wir da nicht dann im unteren Bereich da noch was Besseres finden. Der S2, wie gesagt, funktioniert auch oft sehr gut. Da könnte man dann eher mal versuchen, wenn er da jetzt halt hinläuft, dann nochmal drauf zu bauen, dass er hier den Point of Control von gestern dann halt nochmal erreicht. Der Lutz schreibt 435, habe ich noch nicht gesehen. Weiß ich jetzt nicht, was du damit meinst, Lutz. Vielleicht kannst du ja noch was dazu sagen. Also ihr könnt hier gerne eure Kommentare
reinschreiben. Oh, der Ton ist so gut wie nie. Da habe ich ja letztens Kritik bekommen dafür. Ja, ich weiß, es lag, Entschuldigung, es lag einfach daran, weil ich habe hier so eine Mikrofonierung und da ist halt ein elektronisches Teil hops gegangen und das musste ausgetauscht werden. Das hat irgendwie eine Woche gedauert, bis das Neue da war. Und deswegen war der Ton die letzten Male so ein bisschen schlecht und heute dann hoffentlich wieder besser. So war es früher halt immer. Bei 435 liegt der Point of Control. Nee, das habe ich nicht gesagt. Bei 448 liegt der Point of Control. Und bei 435 ist einfach nur ein bekanntes Support-Level, aber eben nicht der Point of Control. So, jetzt haben wir hier zwar eine Viertelstunde um, aber so wirklich passiert ist da noch nichts. Die Vola ist wirklich überschaubar. Wir haben angefangen bei 71, stehen jetzt bei 51, 20 Punkte. Das ist halt nur ein bisschen wenig. Und das reicht auch meines Erachtens noch nicht, um hier wirklich großartig zuzuschlagen. Auch wenn es jetzt hier natürlich als Live-Trading-Webinar angesetzt ist. Ich brauche aber trotzdem halt hier einen vernünftigen Grund, um eine Order aufzumachen. Deswegen, ich kann jetzt halt hier nicht in Aktionismus verfallen. Und nur weil das Webinar Live-Trading heißt, ich hoffe, das versteht man aber auch. Weil es ist eben nicht immer so, dass sich halt direkt was ergibt. Wie gesagt, in der Gruppe hätte ich wahrscheinlich hier schon irgendwie, wäre schon bei Short geblieben, jetzt erstmal am Punkt 9, aber da haben wir hier erstmal guten Morgen gesagt. So, jetzt mal gucken. Also, wenn der sich relativ schnell dahin begibt, ja, jetzt können wir mal gucken. Ich muss auch hier erstmal, wundere mich gerade, warum das hier verstellt ist. Das sollte so eigentlich nicht sein, weil es ist hier ein neues Konto. Und das ist alles ganz frisch hier. Ich muss mal hier ein bisschen was eintragen. Sekunde. So, das sind einfach nur hier die für die Quick Size Buttons. So, damit ich hier oben andere Positionsgrößen habe. So, da würde ich nämlich halt wirklich mal versuchen, also wenn er jetzt relativ schnell hier hinkommt, da an der Stelle mal long zu gehen. Aber mein Server, ich glaube, den muss ich echt mal überdenken hier. Es ist nämlich immer nur so bei Live-Tradings, dass der halt hier irgendwie immer so ein bisschen rumzickt. So, hier sieht man ja halt auch, ne? Das sagt nichts über die Richtung aus. Da passiert jetzt einfach nur was, wobei das halt sehr, sehr überschaubar ist hier vom gesamten Volumen. Was ich hier unten übrigens eingeblendet habe, ich verwende ja sonst keine Indikatoren. Ich habe aber hier unten mal das Tickvolumen noch eingeschaltet, aus dem einfachen Grund. Das Tickvolumen ist nicht so weit davon entweg, so, nicht so weit davon entfernt von dem normalen Volumen. Es ist natürlich, man kann jetzt hier nicht rauslesen, welche Kontraktanzahl man hat. Man kann aber halt hier schon rauslesen, wie oft sich halt die Handelspunkte verändert haben. Und logischerweise ist es auch so, je mehr Kontrakte hin und her gehen, umso mehr Kursveränderungen habe ich, ja. Und hier sieht man jetzt zum Beispiel halt deutlich, dass jetzt hier, das war die erste Abwärtsbewegung, also hier Öffnungskerze auf 15 Minuten. Und das ist die zweite. Und hier sieht man jetzt schon, auch die ist natürlich jetzt noch nicht vorbei, die 15 Minuten, muss man klar sagen. Und da kann man jetzt halt dann möglicherweise dann auch ganz gut ableiten, wenn die jetzt nochmal genauso oder ähnlich hoch ist, ja. Und dann haben wir da halt eine gewisse Nachhaltigkeit, die man da auch erkennen kann. Das heißt, es wurde dann mit dem gleichen Volumen dann letzten Endes dann halt auch abverkauft. Und wenn sich das aber halt, wenn jetzt die Kerze halt endet, unter dem bewegt, ja, und wir haben hier einen Abverkauf, und dann spricht es, beziehungsweise wir haben hier eine Shortkerze und das Volumen ist geringer, spricht es eigentlich eher schon davon, dass der Verkaufsdruck nachlässt, ja. Und das ist dann halt auch zusätzlich nochmal ein Indiz dafür, warum zum Beispiel jetzt so ein Support funktionieren könnte. Und das halt nur zur Erklärung, also das finde ich halt schon hilfreich, generell halt aufs Volumen zu achten, auch wie gesagt, wenn es nicht echt ist, aber wir machen ja hier kein Order Flow Scalping, sondern versuchen ja hier Tendenzen zu handeln. So, ein bisschen mehr Bewegung bräuchte ich hier schon noch. Jetzt haben wir hier nochmal ein bisschen Reaktion. Und das ist es halt, wenn man das wirklich scalpen möchte mit ein, zwei Punkten, ja.
Und sieht man hier zum Beispiel halt auch, dass jetzt zum Beispiel der S1, ja, und da läuft jetzt halt einfach mal zurück. Und das sind halt Punkte, die, oder beziehungsweise hier oben ist nochmal der Außenstab, die Grenze. Aber hier für ein, zwei Punkte kann man sowas natürlich schon handeln. Beziehungsweise, wenn er jetzt hier oben zurück an Kassa läuft, ich würde jetzt nicht den hier nehmen, sondern wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte jetzt hier einfach nur ein paar Punkte short, ist meines Erachtens nicht ganz ungefährlich, weil, wie gesagt, die erste halbe Stunde ist noch nicht mal um und kann natürlich halt einfach hier ordentlich drüber rutschen. Das heißt, wenn man hier oben shorten will, dann würde ich eher dazu tendieren, das Maximum halt zu nehmen, ja. Also hier über die Kassamarke drüber, hier oben haben wir auch im Market Profile haben wir auch die Value Area vom jetzigen Tag, hätten dann hier auch, wenn man das markttechnisch betrachtet, so eine kleine Übertreibung, vielleicht ein Fehlausbruch. Und sowas hat meines Erachtens mehr Chancen, wie wenn man jetzt zum Beispiel sagt, naja, ich gehe direkt an die Kassamarke, wie zum Beispiel hier und shorte dort. Kann auch mal funktionieren, aber ist eben ganz oft so, dass er einfach dann auch mal eine Runde drüber springt. Ja, ich habe jetzt hier umgeschaltet auf 5 Minuten. Und nur damit man das halt mal ein bisschen besser sieht. Und hier sieht man jetzt, wenn man das Volumen mal anguckt, mal gucken, ob man da was erkennen kann. Also wie gesagt, hier Tickvolumen, das war die Eröffnung. Die nächste genauso von der Ausprägung. Hier nochmal runter, bisschen abnehmendes Volumen. Hier nochmal ähnliches Volumen. Alles auf dem gleichen Level gerade. Also sagt noch nichts aus. Was ich aber zum Beispiel ja schon mal oft gesagt habe, war, wenn man zum Beispiel Anstiege hat oder andersrum, wenn man einen Abverkauf hat mit hohem Volumen, ja, also mal angenommen, das würde jetzt hier, dieses Level würde sich so, ja, also so festigen halt, dass wir halt immer ein hohes Volumen hätten bei Kerzen, die runtergehen. Und man hat nachher Kerzen, die steigen, die langsam vor sich hinsteigen und das Volumen ist nur halb so groß. Dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass es da früher oder später eins auf den Deckel gibt, ja. Und das ist halt aber auch eine, glaube ich, eine ganz gängige Regel. Ein Anstieg mit schlappem Volumen funktioniert nicht, ja, weil irgendeiner kommt und sagt, da freue ich mich, dass ihr so doof wart und das halt bis hierhin gekauft habt, dann kann ich wieder mein großes Paket verkaufen. Das sieht man ganz oft. Und das sind so Geschichten, da darf man schon drauf achten. Also wie gesagt, nochmal, ich weiß, wir haben hier nur Tickvolumen, nichtsdestotrotz, also kein echtes Volumen, nichtsdestotrotz kann man damit schon eine Tendenz dafür ableiten. So, ein bisschen Reaktion haben wir jetzt halt hier dann doch am Point of Control, aber 5 Punkte. Das ist bisschen wenig, aber da wird ja schon noch jetzt eine vernünftige Bewegung kommen. Und die würde ich jetzt hier erst schon mal abwarten, bevor ich dann in irgendeiner Weise jetzt aktiv werde. Also deswegen, die Orders liegen jetzt erstmal in vernünftiger Entfernung. Und das heißt, wenn er jetzt irgendwie ganz schnell dahin kommt, und dann wäre das, glaube ich, schon ganz nett. Ich habe auch hier Positionsgröße jetzt erstmal überschaubar. Ist auch eine Limit-Pullback-Order, wurde auch gerade gefragt. Klar. Das heißt, da kann ich einfach da drüber laufen und mich irgendwie ausstoppen. Entschuldigung. Und weil man kann es natürlich halt auch skalieren. Ja. Das heißt, wo ich ja vorhin meinte, was mir nicht gefällt, ist, dass die halt alle so weit auseinander liegen, die Punkte hier. Man könnte natürlich auch hingehen und dann halt irgendwie sagen, da gehe ich long, da gehe ich long, da gehe ich long, da und da auch nochmal, ja. Und baut sich das halt so zusammen, weil dass wir hier einfach einen Strich reinkriegen, der da unten endet, glaube ich nicht, weil überall hier an diversen Stellen stehen halt irgendwelche Käufer wohl parat. So, aber das, wie gesagt, nur mal als Beispiel. Ja, den wollte ich ja drin lassen. Und so, deswegen, weil ich bin halt hier mit einer Positionsgröße, die wirklich, jetzt geht das schon wieder los hier, diese Verzögerung. Keine Ahnung, woher das kommt, wenn ich das mal wüsste. Das übrigens Strato als VPS kann ich nicht empfehlen. Ja. Also da passiert auch, kommen auch mal Updates mitten am Tag. Und das geht natürlich gar nicht. Aber ich habe da halt jetzt leider alles drauf und muss da momentan erstmal damit leben, bis ich jetzt mal alles umgebaut habe. So, mein lieber DAX, da machen wir ein bisschen Bewegung. Vielleicht kann ich ja kurz noch was zum DAO sagen, zumindest mal, um hier die Zeit ein bisschen zu überbrücken.
da haben wir halt ja schon ein bisschen merkwürdiges Bild im DAO. Also ob man den heute irgendwie handeln kann, so ohne weiteres, beziehungsweise hier vor allen Dingen überhaupt nicht, wo der gerade irgendwie steht. Weil was man halt hier jetzt sieht, also wir haben halt hier, das war vorgestern Abend geschlossen hier oben auf der 812 und dann entsprechend hier unten das Ganze verlängert und dort gestern erstmal so ein bisschen Boden ausgebildet. So, aber nichtsdestotrotz, ja, haben wir hier natürlich schon ein massives Gap und da klebt er halt irgendwie die ganze Zeit dran. Der Bereich hier, dieses Short-Cluster oder dieses Widerstandscluster, ist auch schon ganz, ganz lange vorhanden im DAO und hat schon für viele quälende Tage gesorgt. Also da geht es dann vielleicht mal drüber, aber dann nachher schiebt er sich dann halt wirklich so im Stundentakt Punkt für Punkt dann wieder drunter und fällt dann doch wieder unten raus. Oder umgekehrt, er schiebt sich drüber und hält sich dann stundenlang wiederum hier dran auf. Also kein Bereich, der irgendwie wirklich schön zu handeln wäre. Da wäre halt eher, hatte ich heute Morgen auch geschrieben, hier oben die 877 oder hier jetzt 878, das wäre dann eher so ein Punkt, wo ich sage, ja gut, da würde ich es halt mal versuchen. Also das wäre so das Maximum, zumal wir hier halt auch eine Aufwärtswelle haben. Ja, und dann halt hier nochmal einen Punkt drüber und da könnte sich dann halt auch so für die Formationshändler so eine Art SKS, wenn man sich den unteren Teil mal wegdenkt, da halt auch bilden. So, jetzt kriegen wir hier im DAX ein bisschen Volumen rein. Das sieht doch schon besser aus. So, das passt auch zeitlich gut. Oh, halbe Stunde, die erste halbe Stunde ist um. Vielleicht kriegen wir hier nochmal ein bisschen Übertreibung und dürfen da unten dann auch mal mitspielen. Und dann komme ich schon. Kleines neues Tief jetzt erstmal gemacht. Bei 440, so war das kein Punkt, in dem man jetzt irgendwie handeln muss. So, mal gucken, was man hier natürlich versuchen könnte, wäre jetzt den Impuls fortzusetzen. Das heißt, versuchen hier oben reinzukommen, falls es nochmal macht, um dann halt die Bewegung halt zumindest mal bis hier unten irgendwo hin dann halt mitzunehmen. So, aber sieht ja gerade aus, als würden wir jetzt so abgeholt werden. Das ist der S2. Gucken wir, ob die 435 mal kriegen. Das wäre eine schöne Übertreibung von dem S2. Jetzt aber nicht hier um einen Punkt mich nicht mitnehmen. Also ich behalte mir hier vor, das zu skalieren. Ich mache den Stop mal ein bisschen größer. Das heißt, dann vielleicht auch an zwei Stellen reinzugehen, statt jetzt nur an einer. Das wäre natürlich jetzt schade, wenn es jetzt hier genau an der Stelle dreht und ich das hier um einen Punkt verpasst habe. Kann aber tatsächlich passieren. Gucken wir hier im Stundenchart. Dort sieht es nämlich so aus. Oh, die sind doch schon, das sind doch die gleichen, ja. Da war er dann jetzt natürlich drauf. Das wäre dann jetzt ein bisschen Pech. So, der hier muss jetzt mal weg, weil er die Bewegung nach unten zuerst gemacht hat. Hört man die Baustelle eigentlich, die ich hier vor der Tür habe? Wenn ja, dann kurz Bescheid geben. Versuche ich das mal irgendwie noch ein bisschen dichter zu machen, das Fenster. Ganz Ja. bisschen, aber das ist auch, glaube ich, also man kann dich trotzdem noch gut hören, sage ich mal. Okay. So, könnte jetzt halt echt sein, dass ich den hier einfach einen Punkt zu knapp gesetzt habe. Moment, ich mache aber, versuche mal trotzdem hier das irgendwie ein bisschen die Lautstärke einzudämmen. Sekunde bitte. So, da bin ich wieder. So, da bin ich mal gespannt, ob wir hier was kriegen. Hier muss man natürlich, deswegen habe ich auch gesagt, dass ich das halt hier eher zweimal mache,
Und kann auch sein, dass ich den dann im Verlust rausnehme, weil hier unten haben wir natürlich das Kassa-Gap. Wird natürlich gerne angelaufen, klar. Also es ist nicht genau das Gap. Das Gap ist eigentlich hier, wo wir jetzt stehen, aber es ist die 17:30 Marke. Und nach meiner Beobachtung funktioniert die wesentlich besser als jetzt das offizielle Kassa-Gap, was ja dann hier wäre, glaube ich. Oder beziehungsweise ein paar Punkte höher, müsste ich mal gucken, weil es ja halt irgendwie ja noch die Nachauktion dann kommt mit ein paar Minuten. Und ja, kann ich jetzt hier nicht genau erkennen. Ah, nee, war tiefer sogar. Und also wie gesagt, das ist aber halt nur persönliche Beobachtung. So, mal gucken. Vielleicht, das sieht doch jetzt erstmal brauchbar aus, was er da macht. So. Also sind jetzt erstmal drin. Mit einer kleinen Position erstmal. Und hier unten haben wir natürlich, das ist jetzt Overnight, das spielt jetzt natürlich nicht so wirklich eine Rolle. Dann kann natürlich sein, dass wir jetzt hier direkt runter zur 419 laufen, also das Value Area Low. So, aber hier sieht man jetzt, ja, genau aufgesetzt auf der 14:30, auf der 17:30 Marke. Der ist nur deswegen nicht gefillt, weil ich hier was falsch eingestellt habe. Dafür gibt es die visuelle Ausführung. Ja, das heißt, da würde es auch reichen, wenn der Bit drunter ist, und dann hätte er den jetzt schon mitgenommen. Das war jetzt einfach nur Einstellungsfehler an der Stelle. So, und da kann man mal gucken, ob wir den jetzt hier einskaliert bekommen. Bisschen Reaktion wird hier schon noch irgendwann folgen. So, aber sieht man halt schön hier, ja, dass halt mit dem Point of Control, dass der halt nicht wirklich was drüber aussagt, in welche Richtung es geht, sondern dass da einfach halt nur was passiert. Ja, und das war ja auch hier so. Das kam mir dann halt eben anschließend dann hier auch recht ordentlich Volumen jetzt rein, nachdem da halt das Ganze ein bisschen rauf, bisschen runter. Und ich denke, so sollte man den dann auch behandeln. Das macht halt Sinn. So, der ist jetzt ein bisschen schade, dass wir den nicht bekommen haben, aber gut, okay. Weil es war natürlich schon recht genau, ja. Und damit hat sich ja auch bestätigt, was ich gerade gesagt habe, nämlich, dass die 17:30 Marke deutlich besser funktioniert als das offizielle Gap. Und das wird ja hier auch eingezeichnet. Braucht man ja hier nur auf Symbol zu klicken und dann wird es ja automatisch angezeigt. Der Grund, warum ich den hier unten haben, hoppla, mal nochmal an, warum ich den hier haben wollte, sieht man ja schon, ja. Das heißt, ich hätte halt hier den Wert vermitteln können, hätte natürlich jetzt hier oben an der Linie selbst schon wieder die Hälfte rausnehmen können und oder halt auch sogar im Plus schon komplett schließen. Und deswegen war das jetzt halt, war das mir an der Stelle eigentlich wichtig, beziehungsweise deswegen lag der halt auch da, weil ich weiß ja natürlich nicht, ob es jetzt von hier aus direkt nochmal zurückgeht, ja, oder ob es nicht doch irgendwie jetzt in einem Rutsch darunter geht. Das ist so ein bisschen unsicher. Und ja, auch eben das, was ich vorhin gemeint habe, die liegen halt so ein bisschen weit auseinander insgesamt und von daher nicht unbedingt wirklich so gut und so einfach da unten einzufangen. Und deswegen halt auch hier die Entscheidung, das halt zu skalieren und nicht nur mit einer Position an einer fixen Stelle, weil dann muss ich raten, mach das hier, mach das da oder hier. So nehme ich sie halt alle. Und wenn es dann gar keiner macht, gehe ich über jede Wette ein, dass ich da halt zumindest irgendwie mit null rauskomme aus der ganzen Nummer. Und so habe ich halt einfach nur eine andere mathematische Wahrscheinlichkeit dann nochmal auf meiner Seite. So, jetzt muss man hier mal gucken, dass er da nochmal hinläuft, macht keinen Sinn und dann nochmal abprallt. Und wenn, dann reicht er auch hier oben. Deswegen setze ich den hier unten mal ein Stück tiefer. Das wäre dann der Future Close und auch gleichzeitig hier eben das Value Area Low von gestern. Und weil macht ja auch Sinn, er ist oben am High abgeprallt, dann kann es natürlich auch gut passieren, dass er jetzt am Low genauso abprallt. Und sollte der hier nur ein bisschen hochlaufen, würde ich versuchen, den rauszunehmen. Aber ich lasse den jetzt erstmal drin. Das ist jetzt erstmal nur eine Viertelposition. Das tut jetzt erstmal nicht weh. Und vom Risiko ist das halt mehr als vertretbar hier bei diesem Konto.
So, ich gehe mal auf eine Minute, mal gucken, ob man da irgendwas erkennen kann. Auch nur ein bisschen Gegenbewegung halt. Da will jetzt erstmal keiner darunter verkaufen, so wie es aussieht. Aber nichtsdestotrotz kann er ruhig noch trotzdem noch mal ein bisschen hier runterkommen. Also das wäre jetzt mir halt ein bisschen schwach, also um jetzt hier direkt eine Entscheidung zu treffen. Also das war okay, aber wie gesagt, vom Hinblick von der Skalierung halt, ja. Also Skalierung, ich denke mal, das wird ja allen was sagen. Das heißt, ich kaufe mich nicht an einer Stelle fest ein oder steige auch nicht an einer Stelle fest aus, sondern mache das eben an mehreren Punkten und versuche dann so mein Risiko entsprechend zu managen. So, hier Stundenchart finde ich immer ganz wichtig, also finde ich immer zumindest für meinen Ansatz ganz wichtig, den auch im Auge zu behalten, wie sich die Stundenkerzen da entwickeln. Die hier sollte jetzt nicht irritieren, diese Stundenkerze, das ist eine Overnight-Kerze, das hat nichts zu sagen, zeigt eigentlich nur das Gap, ja, also was da jetzt halt entstanden ist. Das heißt, wir schweben hier über dem Anfang vom Gap gerade, dass er jetzt gerade zumacht. Das ist erstmal nicht bullisch, aber ich will jetzt auch ohnehin jetzt erstmal nur eine Gegenreaktion hier haben und jetzt nicht den großartigen Long-Ausbruch, weil ganz oft ist es ja eben so, dass in der ersten Stunde sortieren sich erstmal alle und danach gibt es eine Entscheidung. So, und infolgedessen haben wir halt überall Interessen, die aufeinandertreffen. Und deswegen halte ich es jetzt auch soweit erstmal für vertretbar, das so zu machen. So, jetzt mal gucken. Ja, das ist genau das, was ich meinte. Reicht jetzt nicht, um von hier aus jetzt eine Bewegung genau anzusagen. Hat jetzt hier auf einer Minute ein Doppelbötchen gemacht. Mal gucken, wenn das jetzt hält und dann nochmal da hochkommt, dann kann es natürlich schon sein, dass von hier aus nochmal zumindest zurück zum Point of Control läuft. Wie gesagt, wenn nicht, gehe ich da unten halt auch nochmal rein. So, aber so ein bisschen schwach. Aber erstmal hier Schluss mit Verkaufen. Zumindest mal die letzten paar Minuten. Und das ist ja zumindest mal ein kleines Indiz. So, jetzt kann man uns hier das Volumen nochmal angucken, ob man da unten was erkennen kann. Also, hier war die letzte Abwärtsbewegung. Dann war schon, der Stopper war schon mit mehr Volumen, die Aufwärtsbewegung ähnlich. So, und hier stagniert es jetzt so ein bisschen, ja. Wobei die Minute ist jetzt nicht fertig. Und mal gucken, wenn wir da jetzt eine haben, die genauso lang geht, also hier unten der bis oben hin. Und dann ist das eigentlich ein ganz gutes Zeichen dafür schon mal, dass es da hochlaufen kann. So, das Volumenprofil kann ich auch mal anzeigen. Das ist hier auch natürlich jetzt wiederum Tickvolumen, aber man sieht, wir liegen hier außerhalb der Value Area. Ja, also der blaue Bereich, das sieht man hier leider von den Farben jetzt nicht so gut. Aber da sind wir jetzt halt erstmal raus. Deckt sich ja halt auch hier mit dem Market Profile. Erstmal raus aus der Value Area. Und da gilt es jetzt entsprechend mal zu gucken, ob der es schafft, sich da drunter zu etablieren. So, jetzt haben wir das Low von der Value Area von gestern. Mal gucken, ob das jetzt hält. Bin ich mal gespannt. Ja, deswegen habe ich ja gesagt, nochmal hier macht keinen Sinn, weil wenn es da nicht reicht für irgendwie 20, 30 Punkte rauf und dann muss halt der nächste her. Was ja auch wiederum nur plausibel ist. So, wenn jetzt aber halt hier zu tief runter geht, dann würde ich den erstmal rausnehmen und dann mir erstmal anschauen, was er mit der 410 veranstaltet, wenn die denn kommt, ja. So, im Endeffekt ist es ja ohnehin immer nur wichtig zu wissen, okay, wo kann was passieren? Wo ist es halt plausibel, ja? Und deswegen habe ich ja auch hier eine Reaktion an den ganzen Punkten, die ich ja auch mache, beziehungsweise halt hier auch zeige. Ich meine, wie gesagt, keiner weiß, ja, wie sich das Ganze tatsächlich dann im Laufe des Tages halt fortsetzen wird. Das weiß einfach keiner, ja? Also dazu bräuchte man eine Glaskugel. Man kann aber sehr wohl einfach plausibel darstellen oder erklären, warum gerade hier und warum gerade da. So. Und da sieht man ja, da gibt es überall eine Gegenbewegung, beziehungsweise halt zumindest mal hier einen Stopp von den Verkäufen. Und das ist alles letzten Endes, ja, was man wissen muss, um
da halt irgendwie durchzukommen durch den Handel und nicht irgendwie orakeln, ja, der macht jetzt heute irgendwie dies und macht morgen jenes. Das ist alles Quatsch. Also einfach beobachten, hingucken, was passiert wirklich, eine Idee haben, wie geht man damit um und dann halt versuchen, was von dem Kuchen mitzubekommen. Hier ist jetzt nur ein bisschen unglücklich von der Uhr, obwohl 9:43, das heißt, die nächste 15-Minuten-Kerze wird jetzt fertig und wir haben halt, ich bin immer Verfechter von Zeitimpulsen, also alle 15 Minuten hat man eigentlich ja, schon ein bisschen mehr Volumen dann eben auch und dann, vor allem dann natürlich immer zum Ende und zum Anfang der Stunde hin. Und das ist halt schon recht üblich. So, was jetzt plausibel wäre, voraussetzt, wir kriegen jetzt hier eine Gegenbewegung. Das war ja das, was ich am Anfang gesagt habe, dass er halt wirklich versucht, ab hier irgendwo, es kann natürlich jetzt auch da leider die 410 sein, aber er versucht, nochmal hier oberhalb von diesem Außenstab von gestern dann halt zu schließen. Ja, das wäre die 456 und das wäre halt auch hier, da sehen wir es ja auch, einfach nochmal der Point of Control. Ja. Das wäre schon plausibel. Und gleichzeitig haben wir hier auch den VWAP aus dem Market Profile und also der volumengewichtete Durchschnitt und wären dann nochmal in der Value Area drin, also im fairen Preisbereich von heute. Wobei heute jetzt natürlich nicht so aussagekräftig ist, weil wir haben ja erst die erste Stunde. Aber nichtsdestotrotz wären wir da erstmal wieder drin. Und dann kann sich der Rest überlegen, was jetzt mit dem DAX passiert. So, aber hier erstmal noch überschaubar. Wobei die natürlich jetzt halt hier auf 15 Minuten, die endet natürlich unten. Das heißt, es kann hier dann tatsächlich nochmal einen Peak nach unten geben jetzt. So, die ist jetzt genau um die 15-Minuten-Kerze. Ich will es jetzt mal nicht hoffen. So, und genau jetzt sagt mein Server, ich habe keine Lust. Natürlich schön. Ja, da ist er wieder. Aber bleibt erstmal aus. So. Klar, könnte man jetzt natürlich sagen, der hätte ja einfach nur um 9 Uhr Short gehen müssen. Ja, nachher weiß man es immer besser. Ganz klar. Aber ich finde es halt so rum eigentlich gut, wenn er dann nachher tatsächlich nochmal irgendwie eine Runde nach oben will. Also wie gesagt, ich glaube nicht dran, dass es großartig long geht alles. Aber wenn er zuerst um 9 Uhr runter geht, also besser wäre gewesen und wäre um 8 auch runtergegangen und dann ist es halt meistens, funktioniert es besser. Danach halt auch mal ein paar Meter zu steigen. Also mal gucken, ob wir jetzt hier ein bisschen Bewegung bekommen. Viertelstunde läuft die Stundenkerze noch. Mal gucken, wo sie dann wirklich endet. Ob wir wirklich die 9,56, 4,6, 9,56, ein bisschen viel. Ob wir die 4,56 dann nochmal schaffen. Und aber so die Käufer sind ja schon ein bisschen zurückhaltend heute. Was man jetzt hier auch mal versuchen könnte, das wäre natürlich halt hier nochmal sich einstoppen zu lassen in dem Bereich. Also die Long-Position nochmal ein Stück zu verlängern, aber nicht einfach da liegen lassen, sondern es muss dann wirklich schon mit einer ordentlichen Kerze passieren. Also da muss dann schon ein bisschen Dynamik reinkommen, sonst macht das keinen Sinn. Wenn er sich jetzt so dahin schleicht, dann ist es, glaube ich, eher keine gute Idee, das so zu machen. So, mal gucken, bis jetzt waren ja wirklich nur die Verkäufer aktiv in der ersten Stunde. Mal gucken, ob jetzt die Käufer auch mal zum Zug kommen. Aber wie gesagt, das muss dann schon wirklich mit Speed gehen. Wenn er das nicht wirklich in einem Rutsch macht, dann nehme ich die auch sofort wieder raus. Zumal halt hier die 435 ist. Und mal gucken, ob es dann wirklich dann am Ende wirklich so nur ein Docht ist, der da drüber steht. Oder ob es nicht einfach jetzt doch hier ein sogenannter Paritätswechsel wird, das heißt runter schließt und dann halt nur von unten bestätigt, um weiter zu fallen. Die Gefahr besteht natürlich, ganz klar.
So, aber irgendwie passiert da noch nicht so wahnsinnig viel. Gucke das mal hier eben auf 15 Minuten an. Ja, das sieht man halt hier schon abwärts, abwärts, abwärts. So, und da ist jetzt auch nicht so einfach, da oben hinzulaufen. Wobei, das wäre halt schon hier zumindest dann auch der Versuch, diese Kerze nochmal auszuhebeln, die 15-Minuten-Kerze. Kann schon funktionieren. Was mich so ein bisschen stört allerdings, ist, dass diese 15-Minuten-Kerze ist jetzt erstmal nur, ich hoffe, man kann das erkennen, schiebt ja erstmal nur innerhalb der, ja, also besser oder schöner fürs Bild, für die Position jetzt nicht, aber schöner fürs Bild ist halt natürlich, wenn man da halt auch ein kleines tieferes Tief hat und dann hat die zumindest mal die Chance, nachher halt auch ein richtiges Engulfing da halt auch zu machen. Engulfing heißt, jetzt zum Beispiel hier, wenn ich ein bullisches Engulfing haben würde, dann wäre es halt so, dass die Kerze ein tieferes Tief hat und über der anderen Kerze, über dem Hoch von der Kerze dann hier schließt. Und dann hätten wir halt ein Engulfing. Aber wie gesagt, das geht natürlich nur, wenn wir hier ein kleines neues Tief haben. So, aber lassen uns jetzt erstmal nicht beirren. Das Ding ist jetzt erstmal drin. Noch ist alles hier im grünen Bereich. Und mehr als abwarten und zugucken kann man jetzt halt hier eh nicht. Okay. Gucken, ob hier was in Fragen da ist. Der sucht die 410, schreibt der Lutz. Ja, das kann sein. Aber das hat er in den letzten Tagen ja auch schon öfters gemacht. Und ich glaube, wir haben, wie viele Tage haben wir drauf gewartet? 3 oder 4, bis es dann endlich dann mal geschnappt hat. Und die zu offensichtlichen Geschichten sind die, die ja nicht funktionieren. Das wissen wir auch. Wenn es zu einfach ist oder aussieht, dann ist es auch zu einfach. Und nur weil es dann manchmal passiert, heißt das nicht, dass es dann halt die Regel ist. Klar, es ist halt natürlich, würde hier jetzt schon Sinn machen, weil wir dann entsprechend auch ein tieferes Tief hätten an der Stelle. Ganz klar. Und dann auch eine viel, viel schönere Kerze ausbilden könnten. Heißt aber auch nicht, dass er die nicht um 11 Uhr noch machen kann. Ja, darf man halt auch nie vergessen. Also ist ja nicht so, dass der Tag jetzt vorbei ist. So, mein lieber Dax, jetzt gib mir mal ein paar Punkte hier nach oben. Dann kann ich zumindest mal hier versuchen, damit mehr als 50 Cent da rauszukommen oder 5 Euro. 10 Minuten hat die Stunde noch. Also wie gesagt, so wirklich erstaunlich wäre das nicht. Das wäre halt hier mein, habe ich ja vorhin auch erklärt, der Ansatz hier einfach nochmal über der grünen gestrichelten, weil sie halt eben das Hoch in etwa, beziehungsweise hier den Schlusskurs, kann ich auch noch ein bisschen korrigieren. Dann sind wir bei 453, den Schlusskurs von der Aufwärtsbewegung, die einen Außenstab gebildet hat, hier darstellt, über der wir auch heute gestartet sind. So, jetzt hat er die erstmal gefüllt hier an der Stelle, die zweite Order. So, mal gucken, ob wir die wieder vernünftig rauskriegen, weil wie gesagt, er muss es schon ordentlich machen, sonst nehme ich die auch sofort so wieder raus. Ja, sind jetzt hier mit 7,50 € pro Punkt unterwegs. Jetzt hier nicht zu lange bremsen. So, noch 15 Sekunden hat die Minute. Gucken, ob die noch oben rauszieht. Na, irgendwie passiert da nicht allzu viel. So, ansonsten gebe ich die hier direkt wieder weg, die Pyramide. Ist okay. Wäre natürlich jetzt schön gewesen, wenn ich hier einmal komplett drüber gezogen ist, aber wie gesagt, ich kann es ja natürlich nicht erzwingen, weil es natürlich jetzt halt auch hier, das ist ja, was ich vorhin gemeint habe, hier besteht ganz klar natürlich die Gefahr, dass der jetzt halt einfach auf Stunde drunter schließt und wir ab da eine Fortsetzung dann auch von der Abwärtsbewegung bekommen. Ja, also das war jetzt hier irgendwie ein, zwei verlorene Punkte, also das ist jetzt nicht so tragisch. Und wenn der jetzt hier nochmal hinkommt, würde ich halt auch
vielleicht sogar die erste oder überhaupt halt jetzt nochmal die Hälfte da abwerfen. Aber mal gucken. Bisschen Zeit hat die ganze Geschichte ja noch. Weil es hier erstmal nur Niemandsland jetzt gerade, ja. Wir stehen hier über der 17,30, stehen unter der 35, stehen außerhalb der Value Area, die auch noch nicht ein einziges Mal getestet wurde. Aber irgendwas wird da schon noch passieren. Und ganz oft ist es ja eben auch so, dass halt in der letzten Minute oder in den letzten 5 Minuten sich das Bild nochmal dreht oder dann natürlich halt auch eben dann halt fortsetzt. Kann natürlich genauso sein, klar. So, hier haben wir jetzt auch nochmal mal schön gesehen. Also, wenn das so zuckt und dann halt hier auch im Volumen sich auf gleichem Level abspielt. Das heißt, da wurde auf jeden Fall dann halt ein paar Kontrakte größer gekauft. Und deswegen kann man das jetzt auch im Auge behalten. Oder darf man das ein bisschen genauer im Auge behalten, das Level hier? Weil da wird sich halt jetzt gleich zeigen, ob das jetzt wirklich tatsächlich nur irgendwie eine Auflösung war oder ob da noch eine Fortsetzung kommt und ob dieses Level jetzt dann halt auch hält. Würde man im Future halt zum Beispiel mal den handeln, würde dann sehen, dass wir hier wahrscheinlich auf einer Minute den Point of Control hätten mit dem größten Umsatzpunkt. Und diesen Käufer, den darf man dann im Auge behalten, ja, weil der natürlich, wenn das jetzt halt was Größeres war, waren zwar jetzt hier erstmal nur 2, 3 Punkte, heißt aber noch nichts, aber dann wird er natürlich halt auch das Level verteidigen und so, dass der da halt nicht mehr runter geht. So, wir werden es gleich sehen. Jetzt hier, wie gesagt, auf einer Minute unterwegs. Ich hätte noch 5 Minuten Zeit, um das da oben zu machen. Die 452 sind 20 Punkte, das ist überhaupt nichts. Das wäre eine lange Kerze hier. So, jetzt könnte man den natürlich, den ich hier vorhin gemacht habe, nochmal machen, aber ich lasse den jetzt erstmal in Ruhe. Also hier die Pyramide meinte ich. Ich lasse das jetzt erstmal und gucke mir jetzt erstmal an, ob das wirklich da drüber geht. Beziehungsweise ist mir jetzt auch von der Zeit her ein bisschen zu knapp. Also wir haben noch 5 Minuten, noch bis die Stunde voll ist. Und da kann ich jetzt nicht mehr allzu viel experimentieren. Stunde deswegen. Ich habe vorhin gesagt, weil ich halt immer damit rechne, dass halt am Anfang und am Ende der Stunde die größte Bewegung stattfindet. Und ich will jetzt hier nicht irgendwie reingeraten, wenn jetzt irgendwie sich die, wenn es dann jetzt doch nicht funktioniert, dass halt diese, ja, die Bewegung sich nach unten fortsetzt und ich dann halt hier eine Long-Position managen muss, ja. Oder den halt auch hier im Verlust schließen, was im Prinzip nicht schlimm ist, aber natürlich jetzt hier für das Live-Trading ja nicht unbedingt förderlich. Nicht wegen des Verlusts dann als solches, sondern weil ich dann auch keine Möglichkeit mehr habe, dann zu zeigen, wie man das halt dann weiterverfolgt. So, den ziehe ich jetzt hier erstmal ein bisschen ran. Erstmal, weil das war ja halt das Level, was jetzt auch, wo ich dafür wäre, dass es hält. Aber es hat wirklich so die Käuferschaft so ein bisschen überschaubar hier unten, aber die kann da schon noch zuschlagen. So, da passiert ja ein bisschen was. Jetzt mache ich erstmal eine raus von den Pyramiden. Jetzt bin ich erstmal hier 35, 33 Euro Gesamt im Plus. Ja, weil das halt hier, das ist so ein Klassiker, ja, so über die Hochs drüber und dann doch wieder runter. Also das ist jetzt auch nicht weiter, wäre jetzt nicht weiter verwunderlich, wenn er jetzt von hier nochmal runterkommt. Deswegen habe ich den jetzt hier an der Stelle rausgemacht und bin da nicht etwa nochmal long zusätzlich gegangen. Das weiß man halt einfach vom Scalping. Das wäre halt tatsächlich eher sogar ein Short Entry. Nur jetzt hier wegen der Zeit, wenn der Stundenimpuls jetzt fertig werden soll, da jetzt nicht unbedingt, aber vom Prinzip her schon. So, den schiebe ich mal hinterher. Falls das nämlich passiert, dann sind wir hier auf jeden Fall im Plus raus mit der ganzen Geschichte.
So, jetzt bin ich mal gespannt, wer jetzt halt auch hier rein markttechnisch, ja, wir haben halt hier, das ist zwar nicht eingezeichnet, aber eine kleine Welle und es geht ja immer darum, Trends zu knacken. Das heißt, das hier wäre dann auch der Angriffspunkt, ja, weil dann halt, wenn sofern die Käufe jetzt hier zuschlagen, wäre das halt einfach die nächste Anlaufstelle, ja, die es ja halt hier zu überwinden gibt, weil hier wurde ja die Abwärtsbewegung fortgesetzt und wie gesagt, die ganzen anderen Argumente hier, der Außenstab, der VWAP, der Wiedereintritt in die Value Area über den Point of Control plus die Abwärtsbewegung, ja, das ist auf jeden Fall interessantes Level. Ja, also vorausgesetzt, er bewegt sich jetzt halt hier natürlich fort und da wird er wahrscheinlich auch nicht einfach so drüber laufen, ja, sondern eher dann halt da nochmal bremsen oder halt gar nach unten gehen. Also könnte man sogar versuchen, dann hier nochmal zu drehen. Vorausgesetzt, er macht es. Eine Minute hat er noch, es wird jetzt langsam ein bisschen knapp. Aber heißt ja noch nichts, kennt man ja, ne? Dann geht es irgendwie in der letzten Sekunde. Da fragt man sich, was denn jetzt passiert. Ich sage halt immer, es ist alles eh nur ein Pokerspiel und keiner lässt sich in die Karten gucken. Und wenn jetzt zum Schluss einer den großen Geldbeutel auspackt, dann nur deswegen, weil er schon um 9 Uhr vorgehabt hat und einfach nur so günstig wie möglich da rein wollte. So, noch 30 Sekunden. Ich stelle den mal hier auf Break-Even. Ja, hier mit einem Klick. Ist zwar nur meine Restposition, aber egal, ja. Weil ich weiß ja jetzt nicht, ob er es macht, aber selbst wenn nicht, und dann bin ich hier natürlich sehr ungerne mit einem Verlust raus, beziehungsweise halt mit überschaubarem Gewinn noch. So, noch 4 Sekunden, das wird nichts mehr. Ganz klar. Deswegen hänge ich den jetzt mal ganz knapp hier. Wo sind wir? 4, 3, 5. Kann ich eigentlich nicht machen, weil die 435 wird er wahrscheinlich schon nochmal irgendwie sehen. So, darüber schließen hat nicht funktioniert. Trotzdem ist es aber nicht vom Tisch. Der Punkt, weil was man hier sieht, hat jetzt erstmal über der 435 geschlossen. Und ansonsten mal abgesehen davon, dass halt jetzt der Stundenschluss an der Stelle war, sind die Punkte ja trotzdem halt noch da und auch entsprechend relevant. Ganz klar. So, ich ziehe den jetzt hier mal. Oh, der Server hier, der macht mich wirklich fertig. Ich ziehe die hier mal manuell nach. Ich versuche es zumindest. Hallo? Ist ja unglaublich. So, kann sein, dass der jetzt halt hier runter kippt. Ist mir aber egal. Ja, da bin ich auf jeden Fall, komme ich ja hier positiv raus aus der Geschichte. So, hier haben wir jetzt das Intraday Value Area Low. So, mal gucken, wie er damit umgeht. Ja, es rutscht jetzt ausgerechnet jetzt tiefer, aber das ist okay. So, wenn man das jetzt halt, deswegen habe ich gesagt, ich kann den eigentlich nicht nachziehen, den Stop, nur um das kurz zu erklären. Weil wenn der sowas macht, ja, also hier an der 435 darüber schließen, wenn man das dann so ein paar Punkte länger verfolgen will, muss man die 435, also oder hier 434,79, wie es hier steht, muss man einen Backtest einplanen. Ja, das geht nicht anders. Und deswegen macht der Stop jetzt hier für eine längere Bewegung keinen Sinn. Hier für den kurzen Ausbruch ist es jetzt halt okay. Ne? Nur um das halt eben nochmal zu verdeutlichen, weil ich bin eigentlich gar kein Fan von irgendwie Stop zu eng hinterherziehen. Und weil das sind ja hier irgendwie nur 3, 4 Punkte, ja. Aber ich will jetzt auch hier nur den kurzen Ausbruch haben. Ich könnte auch hier genauso gut den PLH Peak zum Beispiel anwerfen als Trailing Stop. Der würde hier den Sinn genauso verfolgen. Ja, mal lieber den PLH, den Priax, der ist wohl ein bisschen besser hier. So, machen wir lieber den. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Hier mit einem Abstand von einem Punkt ist natürlich auch super eng, aber warum nicht? So, wie gesagt, drehen würde ich den hier oben deswegen, weil wir halt hier so eine kleine Welle haben, weil es eben der Außenstab ist, weil es das Tief ist von 8 Uhr
und würde mich doch arg wundern, wenn das da einfach drüber läuft. Und da kann man sicherlich auch nochmal eine Gegenbewegung halt nochmal mitnehmen. Und wenn es nur irgendwie für ein paar Punkte ist, ja. Ist der Stop jetzt hier eigentlich nachgezogen? Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Ich glaube schon, ne? Da fragt der Johann, wo ist der Trade.be? Den habe ich hier nur ausgeblendet, beziehungsweise vergessen einzuschalten. Also ich könnte jetzt hier noch, das heißt, ich kann hier bei Terminal die Trade.be-Linie, die lasse ich mal anzeigen. Das heißt, die zeigt mir an, bis wohin der Kurs jetzt fallen könnte, bis ich überhaupt wieder ins Minus komme. Ja? Und das liegt jetzt daran, weil ich ja halt hier schon einen Teil hier rausgenommen habe im Positiven. Das hat alles miteinander verrechnet. Und deswegen ist da unten erst wieder Null bei mir und hier oben, also oberhalb von dem Punkt, ist alles ein Plus. Ja, auch wenn der jetzt hier unter meinen aktuellen Entry rutscht. So, und siehe da, da läuft man in die Richtung. Hier haben wir den Point of Control nochmal. Stört mich jetzt erstmal nichts. Mal gucken, ob da noch ein bisschen was geht. Eine kleine Übertreibung. Ja, ist aber schon, das gibt schon ein Bild hier, das Ganze. Auch wenn der jetzt hier nicht genau dahin kommt, aber das ist eben genau halt entsprechend die Oberkante hier von dem Außenstab. So, aber ich glaube, da bremst es jetzt erstmal. Aber so eine Kerze sagt ja auch nichts. Wir sind ja hier nur auf einer Minute. Und die 5-Minuten-Kerze wird ja gerade erst fertig. Gucken, vielleicht kriegen wir es noch. So, der Trading Stop ist hier deswegen nicht gerutscht, weil das hier kein Außenstab ist. Wie gesagt, eine Minute ist nicht so aussagekräftig, aber trotzdem nur, um das Prinzip halt zu verdeutlichen. Wenn die Kerze jetzt hier drüber schließen würde, dann würde der Trading Stop entsprechend dahin laufen. Nur so haben wir halt einfach eine höhere Chance, da noch ein paar Punkte halt mitzubekommen, einfach rein statistisch, ja. Weil halt genau diese Außenstabsgeschichte, die ich ja halt hier bespreche, beziehungsweise hier auch handle, hier für eine Stunde, die gilt natürlich auch genauso für jeden anderen Timeframe. Und das sind eben Dinge, die kann man halt beobachten, dass die halt funktionieren. So. Mal gucken, dann machen wir den Trade fertig, vielleicht noch die kleine Gegenbewegung. Und ich glaube, dann haben wir den doch hier soweit ganz gut eingefangen, hier für die Eröffnung. Und dann hat sich halt auch die alte Devise, es ist alles nur ein Pokerspiel, glaube ich, auch ganz gut bewahrheitet. Und klar, wir sind hier nicht im Riesentrend jetzt unterwegs. Ja, also es geht ja nur wirklich darum, oder ging ja hier nur darum, die Eröffnung zu handeln. Und da halt entsprechend was rauszuschneiden und sich nicht veräppeln zu lassen. Ja, also man sagt ja auch oft irgendwie so, handel bloß nicht die Eröffnung, die warten nur auf dich. Aber trotzdem kann man auch da immer wieder was beobachten, wenn man das lang genug macht, wo man schon so ein bisschen System rausfinden kann. Was ich jetzt natürlich sagen muss, es tut mir so ein bisschen leid. Die Elena hat ja vorhin am Anfang gesagt, wir machen hier isolierte Strategien. Das habe ich jetzt hier ja gar nicht gemacht. Das müssen wir irgendwie ins Webinar legen. Ich hatte es zwar sogar vorbereitet, aber dazu hat mir jetzt halt so ein bisschen die Bewegung am Anfang gefehlt in die Richtung, wo ich es eigentlich gerne gehabt hätte. Und dann hätte man das machen können, ja. Auf der einen Seite Shorten, auf der anderen Seite Long. Und habe ich jetzt so ein bisschen verschlafen. So, jetzt sieht man hier, der Trading Stop ist jetzt hier nachgerutscht. Ja, hat ja auch Sinn gemacht, den da zu lassen. So, jetzt muss ich hier nur aufpassen, das ist jetzt der VWAP. Das ist halt wirklich, wäre jetzt das Maximum, ja, wo der halt laufen könnte. Also der muss jetzt nicht dahin kommen. Es kann auch sein, dass jetzt hier einfach vorbei ist, ja. Das kann schon gut sein. Deswegen, ich würde den jetzt hier tatsächlich auch erstmal, glaube ich, glatt stellen. Wenn da jetzt nichts mehr nachkommt, beziehungsweise ich ziehe den mal hier auf die Minuten Anfang, falls noch was nachkommt, und dann sind wir noch dabei. Ansonsten bin ich jetzt hier raus. Wie gesagt, das wäre tatsächlich das Max.
Da oben wäre der R1. Ja. Das ist der Point of Control übrigens hier vom Intraday. Aber nichtsdestotrotz glaube ich erstmal hier an diesen Punkt. So, mal gucken, ob noch was kommt. Nee. Okay. So, da sind wir hier raus. 26 Punkte hier zusammengefasst an der Stelle, also auf die Teilposition. Und damit haben wir die Eröffnung hier doch, glaube ich, ganz nett gehandelt. Ja, hier sieht man jetzt auch, dass die Idee ist ja halt, war ja richtig. Also, dass es halt gilt, das zu verteidigen. Und selbst wenn es wie hier jetzt nicht im ersten Ansatz funktioniert hat, also das zu verteidigen, ja, gibt es aber eben dann auch andere Möglichkeiten, das zu handeln. So, und hier, das war okay, jetzt auch oder genau richtig hier rauszugehen, sieht man ja auch, ja. Ich weiß ja nicht, ob der da drüber geht, aber das ist ja genau die Stelle, wo ich hin wollte. Ja, also auch wenn hier jetzt zwei, drei Punkte fehlen, das macht nichts und muss es ja nicht irgendwie bis zum Schluss ausreizen. Okay, so, von der Positionsgröße war das jetzt zwar überschaubar hier, aber trotzdem 0,66% hier auf dem Konto. Aber trotzdem fand ich die Entscheidung aber schon richtig, jetzt hier auch das Risiko rauszunehmen, ja, weil wir halt nun mal da auch short runtergekommen sind und ich nur noch die Gegenbewegung hatte und da jetzt nicht unbedingt dann halt zu viel noch zu riskieren. Und entscheidend ist ja logischerweise das, was rauskommt. Das ist an der Stelle positiv, freut mich natürlich, zumal es auch hier das erste Live-Trading-Webinar war. Das ist natürlich gut, wenn man da auch positiv startet und wenn die erklärte Idee noch aufgeht, plus eben dann am Schluss noch was bei rauskommt. Okay, Elena, bist du noch da? Selbstverständlich bin ich noch da. Auf jeden Fall hatten wir heute ein bisschen mehr Volatilität als sonst um 19 Uhr. Ja, absolut. Das wäre aber Lass auch uns mal schade, also durchschauen. das wäre aber auch tragisch, wenn wir, also obwohl hatten wir die Woche ja auch schon, ne? Da war halt irgendwie zur Kassaeröffnung im DAX, gab es dann halt irgendwie eine Volatilität wie ein Heiligabend, ne? Also das hat sich überhaupt nicht bewegt. Also das habe ich auch gedacht, das gibt es nicht, ne? Aber gut, hier hatten wir ja zumindest ein bisschen was. Ja, super. Vielen Dank, Dirk. Also man konnte es gut Ja. verfolgen und super spannend. Das müssen wir mal nochmal machen, falls du die Zeit findest. Ja, auf jeden Und Fall. super. Und nächsten Donnerstag haben wir dann unser letztes Webinar aus dieser Stereo Trader Essentials Reihe. Insofern, wer das nicht von Anfang an verfolgen konnte oder wer sich die nochmal gerne anschauen möchte, ach, ich kann den Link hier mal geschwind in den Chat stellen. Dann kann man sich nämlich auch die vorherigen Webinare nochmal anschauen. Und das ist doch, glaube ich, sehr hilfreich für Leute, die noch nicht so viel sich damit beschäftigt haben. Klar. Hier auch noch kurz den Link zu Tickmill, wie man den hier bei Tickmill erwerben kann, den Stereo-Trader. Stelle ich hier auch nochmal kurz mit rein. Und ansonsten würde ich sagen, spezifische Fragen können natürlich auch im Nachgang nochmal gerne an uns weitergeleitet werden. Und ja, dann würde ich doch sagen, wünsche ich noch einen schönen Resttag und danke an alle, die hier mit dabei waren. Ganz kurz noch, der Uwe hat mich hier gebeten, ihn nicht zu vergessen. Er hat nämlich gefragt hier, sorry, wenn ich die Fragen die ganze Zeit nicht auf dem Schirm habe, das Market Profile, also hier das Add-on ist es ja, das gibt es für den MT4 und auch für den MT5. Und ob man jetzt echt, also das Market Profil ist, das Add-on liefert immer echte Future-Daten, ja, also vielleicht ist das vorhin so ein bisschen untergegangen. Das ist keine Erfindung hier, die auf Tickvolumenbasis ist, sondern das ist echt, das kommt aus dem Future und ist umgerechnet auf CFD, ja, weil der Future ein bisschen anders notiert als der CFD oder beziehungsweise der X-DAX. Und das heißt, was mir das hier abbildet, VWAP, die Value Area und so weiter, das ist echt, ja. Und ist auch ganz wichtig. Ich meine, man sieht ja halt auch, dass es funktioniert, ja. Also wir sind heute Morgen hier oben abgeprallt und jetzt eben hier unten. Und das kann man halt ganz oft beobachten. Und deswegen ist auch wichtig, dass man da halt auch echte Daten hat, wobei trotzdem ich kann das ja mal ganz kurz hier versuchen zu zeigen. Ich gehe mal auf 5 Minuten. Wenn man hier die Value Area sieht, die jetzt zum Beispiel halt der Stereo Trader hier mit Tickvolumen gemacht hat, nur mal zum Vergleich.
Da sieht man auch, ja, also da ist jetzt auch das Market Profile drunter. Gut, hier sehe ich jetzt nicht genau, wann da der graue Bereich anfängt. Hier wird es ein bisschen farbloser, aber das Grau fängt hier oben irgendwann. Hier oben sieht man es jetzt leider nicht gut. Aber hier unten, um das mal zu zeigen, blau ist die Value Area. Und sobald es hier unten grau wird, ist halt eben außerhalb der Value Area. Und da sieht man ja schon, ja, ich bin, habe ja hier das Fadenkreuz und man sieht ja schon ganz deutlich, dass ich halt das absolut sehr gut deckt, ja, auch mit der Value Area aus dem Future. Das ist hier irgendwie ist ein 2-Punkte-Unterschied, mehr ist es nicht, ja. Also das heißt, es schon das interne Profil, was man hier aktiviert über VP, das ist schon recht genau, ne? Aber trotzdem, hier sieht man dann zum Beispiel dann schon eher die Abweichung, da ist der Point of Control, also per Definition der Punkt mit dem meisten Umsatz. Wenn man das nur auf Tickvolumen macht, ja, und vergleicht das dann zum Beispiel mit dem Future, dann hat man schon einen Unterschied, ne? Hier sind es dann schon, dann halt irgendwie, was sind das hier, 4 Punkte. Gut, ist jetzt auch nicht die Welt, ja, aber es ist ein Unterschied. Und das heißt, das hier ist schon ein guter Anhaltspunkt, auch um einen Überblick zu haben, wo ist überhaupt oder wo wird überhaupt gehandelt, wo wird viel gehandelt, wo wird wenig, das ist schon brauchbar, ja. Nur eben für exakten Handel, da macht es dann natürlich schon mehr Sinn, hier das Add-on zu verwenden. Und wie gesagt, geht für MT4 und MT5. Wollte ich nur noch mal kurz nachschieben. Hoffe, das war okay, Elena, da noch kurz drauf einzugehen. Und Selbstverständlich. Dafür ist es ein Webinar. fragt noch jemand, der AABB, wer heißt denn das? Was ist das denn für ein Name? Also, ich würde meine Eltern verklagen, wenn sie mich AABB genannt hätten. Ja, um das mal hier einzustreuen, da lacht er. Kriegt man ein Smiley hier. Also, das ist einfach nur das Zickzack. Ja, das findet man hier im Navigator. Und da haben wir hier zum Beispiel, wo ist denn das? Also, irgendwo hier sollte das sein. Weiß ich jetzt selber ehrlich gesagt nicht. Also, es sollte hier irgendwo drin sein. Oszillatoren sicherlich nicht. Volumen ist übrigens hier, wurde vorhin auch gefragt. Einfach nur bei Indikatoren Volumes kann man hier unten einblenden. Da ist er doch, der Zickzack. Das ist einfach nur der Zickzack hier draufziehen, Standardeinstellung und dann sieht es so aus. Schon ein Ist bisschen einfach nur lustig, mal. dass AABB nach Zickzack sucht. Also. Genau. Super, alles klar. Okay, gut. Das war's dann, würde ich sagen, ne? Für heute. Muss Nachdem raus. wir auch. Bitte? Mich gerade Nachdem ein auch da. bisschen mute stellen. Ja, gut. Danke, danke auf jeden Fall, Dirk. Hat echt. War super und danke auch an alle, die dabei waren. Wie gesagt, die Links sind hier im Chat und wir sehen uns dann hoffentlich nächsten Donnerstag. Ja, danke von meiner Seite. Schön, dass ihr da wart. Alle geblieben bis zum Schluss. Und freue mich aufs nächste Mal. Viel Erfolg beim Handel und einen schönen Tag in die Runde und auch an dich und an Tickmill Elena. Ja, Dankeschön. Dankeschön, Ciao. happy trading, bye bye.